Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Saskias Beauty Blog. Und ja, was soll ich sagen, das ist jetzt womöglich mein letztes Schwangerschaftsupdate, bevor der kleine Milan die Welt erblickt. Ja, ich bin irgendwie total aufgeregt und kann es nicht glauben, dass es jetzt zu Ende ist, diese Updates, weil das hat mir so viel Spaß gemacht und ich wollte eigentlich gar nicht, dass es zu Ende geht. Vielleicht schaffe ich ja noch mal eins zu drehen, wenn er noch länger drin bleibt. Müssen wir halt mal gucken. Aber ja, wenn ihr das Video seht, dann ist es 10 Tage bis zum Geburtstermin. Also er kommt am 3.7., wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Ja, 3.7. ist Geburtstermin, aber wie gesagt, er kann eine Woche früher kommen, er kann aber auch eine Woche später kommen. Wenn er eine Woche später kommt, habe ich natürlich vielleicht nochmal Zeit für ein weiteres. Aber dennoch wollte ich in diesem Video einfach so mein Feedback zur ganzen Schwangerschaft einfach mal geben, wie ich es empfunden habe, schwanger zu sein. Ja, die Höhen und Tiefen vielleicht auch von der Schwangerschaft und ja, alles rund ums Thema Baby mal wieder gibt es heute. Und ich habe mir so ein paar kleine Notizen gemacht, weil ich so vergesslich bin und oft die Hälfte vergesse. Deswegen ja, habe ich mir so ein paar kleine Sachen noch aufgeschrieben. Das erste, was auf meinem Notizzettel steht, sind Senkwehen. Und Senkwehen habe ich jetzt seit geraumer Zeit immer mal wieder. Nicht mega dramatisch und schlimm, aber so ein bisschen so wie Periodenschmerzen. Und ja, man weiß dann immer nicht so, oh mein Gott, geht's jetzt los? Bin ich jetzt, kommen jetzt die Wehen? Aber es ist doch ein sehr, sehr geringer Schmerz, denke ich mal, im Vergleich zu den richtigen Wehen. Und auch nicht so in regelmäßigen Abständen. Deswegen weiß ich immer, ja, okay, ich kann beruhigt sein. Und ich gehe immer erstmal von Senkwehen aus, bevor ich jetzt hier ins Krankenhaus fahre. Und ja, ich hatte das gestern zum Beispiel auch. Da bin ich mit meinem Mann wohin gelaufen, weil ich habe gesagt, ach komm, lass uns mal zu Fuß gehen. Und nicht immer das Auto nehmen. Und genau dann war wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott. Und dann konnte ich nicht so richtig weiterlaufen, weil es hat mir dann so richtig so nach unten gezogen und war halt sehr unangenehm. Ich habe zum Beispiel auch immer relativ starke Regelschmerzen gehabt vorher und musste da immer Tabletten nehmen. Sonst habe ich es irgendwie auch nicht ausgehalten beim Arbeiten. Und so war das in etwa. Also es war halt sehr unangenehm. Und mein Mann schon gleich so, der kriegt dann auch immer gleich Panik und hat Angst irgendwie, dass es losgeht. Ja, aber wie gesagt, das waren nur Senkwehen. Dann war das auch wieder in Ordnung und dann war das okay. Ich weiß nicht, ob ihr auch Senkwehen habt. Ich glaube, das hat auch nicht unbedingt jede Schwangere, obwohl ich mich mit einigen jetzt ausgetauscht hatte. Die haben das auch. Also ich glaube, sowas vergisst man vielleicht auch, wenn man nach ein paar Jahren drüber spricht. Meine Mutter zum Beispiel, die hat gesagt, die weiß überhaupt nichts mehr davon. Die hatte das gar nicht. Aber ich meine, bei meiner Mom ist es halt auch schon ein bisschen länger her, ne? Dann ein weiteres Thema, wo auch ganz viele gefragt haben jetzt, was ich auf Instagram auch schon mit euch diskutiert habe. Ich mache seit kurzem Akupunktur und ja, ich bin eigentlich, weiß ich nicht, ich glaube eigentlich an solche Sachen ja eher weniger. Aber ich muss sagen, so Akupunktur hat es mir jetzt irgendwie voll angetan. Vor allem eine Freundin von mir hatte auch Akupunktur gemacht und ihr hat es wirklich geholfen. Ihre Geburt ging super schnell voran und man kann mit Akupunktur ja alles Mögliche behandeln, sei es Kopf, Rückenschmerzen, jegliche Art von Schmerzen oder so, kann man akupunktieren und das ist eigentlich super interessant und ich finde es auch Wahnsinn, dass es so funktioniert mit so einer kleinen Nadel. Auf jeden Fall, sie hatte das gemacht und ihre Geburt ging irgendwie innerhalb von 4 Stunden voran. Bei einem ersten Kind ist das halt super schnell und ich habe gedacht, naja gut, es kann nichts schaden, ich mache es jetzt einfach mal. Und dann hatte ich euch das auf Instagram mitgeteilt und ihr hattet so viele Kommentare geschrieben. Und ganz viele von euch haben auch geschrieben, dass sie dadurch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also ich würde mal behaupten, dass 80% von euch gesagt haben, dass es wirklich geholfen hat. Und nur ein paar, wo es halt wirklich nicht geholfen hat. Ich meine, gut, Zaubermittel ist es bestimmt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir funktioniert. Ich kann das ja jetzt schlecht abschätzen. Aber im Moment, ja, es belastet mich nicht. Es tut mir nicht besonders weh. Es ist so, dass sie im Krankenhaus bei mir dann immer fragen, wo meine Beschwerden sind. Ich habe zum Beispiel seit der Schwangerschaft Rückenschmerzen, gerade so die rechte Schulter. Ich bin generell immer sehr verspannt und ja, dann akupunktiert sie immer meine Ohren. Das ist ein bisschen schmerzhaft, weil sie dann mit so einer ganz dünnen Nadel so die Punkte erstmal sucht, wo der Schmerz ist und dann da reinsticht. Also dann denke ich auch immer, boah, mir fällt gleich das Ohr ab. Dann pumpt mein Ohr richtig und wird rot. Aber ja, das soll dann zum Entspannen hier wirken. Und dann habe ich auch irgendwie so einen Nerv eingeklemmt. Ich weiß nicht, ob es dieser berühmte Ischias-Nerv ist. Auf jeden Fall liegt der Kleine manchmal so ein bisschen ungünstig und ich hatte immer ein ganz starkes Ziehen. Und das ist auf jeden Fall besser geworden. Die Rückenschmerzen ist immer so ein Kommen und Gehen, aber dieses Ziehen ist schon nach 2 Behandlungen jetzt besser. Und dann kriege ich immer noch Nadeln so irgendwie ins Bein oder in den Fuß gestochen. Und das soll, ja,
die Wehen dann beschleunigen bzw. den Muttermund schneller öffnen bei der eigentlichen Geburt. Da bin ich natürlich super gespannt und jetzt geht mein Telefon. Okay, sorry, ich hatte mein Handy auf lautlos stellen sollen. So, ich bin wieder da. Sie stechen mir auch Nadeln immer in die Beine und wie gesagt, es soll für die Wehen dann förderlich sein, dass der Muttermund weiter aufgeht oder schneller sich öffnet. Ja, das wäre natürlich ein Traum, aber schauen wir, ob es dann wirklich so ist. Ich berichte euch natürlich. Ich weiß nicht, macht ihr irgendwas? Macht ihr Akupunktur? Hat es euch geholfen? Schreibt es mir gerne auch nochmal hier in die Kommentare. Ich finde es super interessant. Ich hatte letztens auch mit der Romy Sprachnachrichten ausgetauscht und sie hat gesagt, dass sie einen Kumpel hat, der extrem unter Migräne gelitten hat. Das ist ja auch so richtiger Horror. Und der hat Akupunktur gemacht und es war schon noch ein, zwei Sitzungen weg. Also das fand ich auch total krass, weil Migräne ist ja auch etwas, was Leute jahrelang belastet und die starke Medikamente nehmen müssen und alles. Und das war halt auch weg gewesen. Dann habe ich gedacht, oh wow, also diese Akupunktur scheint zu helfen. Ja, die Geburt steht jetzt mehr oder weniger unmittelbar bevor und es ist so ein gemischtes Gefühl zwischen Aufregung und Freude. Natürlich freue ich mich wahnsinnig, endlich das Baby dann im Arm zu halten und kann es irgendwie ja gar nicht abwarten. Und man träumt natürlich nachts davon und denkt, ah, wie wäre es, wenn er jetzt irgendwie neben mir liegt oder guckt so in dieses Bettchen und denkt, ach, wie es wohl wäre, wenn da jetzt wirklich ein kleines Baby drin liegt. Aber man kann das irgendwie trotzdem nicht realisieren. Ich meine, man ist zwar schwanger, 10 Monate lang, aber irgendwie geht das dann doch so schnell rum. Also für mich ging das echt so schnell rum und ich glaube für euch auch. Erinnert euch mal dran, wo ich das erste Mal gesagt habe im Video, dass ich schwanger bin, wo ich das angekündigt habe. Und dann seid ihr hier mit mir diese ganze Zeit zusammengegangen und ich habe euch Tipps gegeben oder Informationen mit euch ausgetauscht. Und das war super spannend, hat total viel Spaß gemacht. Und dass diese Zeit jetzt schon vorbei ist, ist irgendwie auch so ein bisschen schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so vom Schlafen her wird es langsam echt so ein bisschen ungemütlich. Also ich will mich nicht beschweren, aber er ist halt echt langsam schwer und es drückt. Und ja, man kann nicht mehr so richtig schlafen oder zur Ruhe kommen. Und auch das Laufen ist anstrengender geworden. Treppensteigen, so die normalen Sachen einfach. Merkt man schon, das ist natürlich anstrengend. Aber ich möchte mich echt nicht beschweren, ich hatte eine super Schwangerschaft. Ich weiß, dass alle Schwangeren mich da draußen wahrscheinlich hassen werden, weil auch wo ich jetzt bei der Akupunktur gestern war, war das so witzig, da haben die auch gesagt, dass es bei denen halt echt scheiße war. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich so eine gute Schwangerschaft hatte. Ich meine, mir war wirklich nicht schlecht, ich war nicht geruchsempfindlich, ich habe alles gegessen, was ich wollte und ja, mir geht's gut. Also mir geht's wie immer, ich habe immer noch Lust, mich irgendwie zurechtzumachen und gut zu fühlen und ich habe die Zeit sehr genossen und ich glaube, ja, besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr gewogen, aber ich schätze mal, dass ich jetzt vielleicht zum Ende hin 15 Kilo zugenommen habe. Ich hatte ja immer so um die 13. Ich schätze mal, ein bisschen was vielleicht noch draufgekommen. Ich wiege mich auch gar nicht regelmäßig, außer wenn ich beim Frauenarzt bin. Da war ich jetzt aber auch schon wieder eine Woche nicht. Und ja, ich denke mal, es wird so um die 15 Kilo einpendeln. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil am Anfang hatte ich ja immer noch so Angst, dass ich so übertrieben viel zunehmen werde, weil es halt ziemlich schnell vom Gewicht bei mir her ging. Und dann ist es total stagniert und ging nicht weiter und mein Bauch ist nur noch gewachsen. Ja, keine Ahnung warum. Und ich bin mal gespannt, wie schnell ich dann wieder in meine normalen Hosen passe. Ich bin jetzt aber auch niemand, der da irgendwie Hardcore-Diäten macht. Überhaupt gar nicht. Also ich esse auch super viel. Und auch nicht immer so gesund, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da auch viele denken, glaube ich, dass ich irgendwie voll das mega Vorbild jetzt auch was Ernährung angeht oder so. Überhaupt nicht. Also ich esse immer, worauf ich Lust habe. Ich esse zwar auch viel Gemüse und Obst, aber ich esse auch Fast Food und Burger trotzdem ab und zu. Und worauf ich halt Lust habe. Ein Highlight in der Schwangerschaft war definitiv auch mein Schwangerschaftsshooting. Das war super schön gewesen und ich linke euch mal die Fotografin unten in die Infobox rein, falls ihr vielleicht in der Nähe wohnt oder auch ein schönes Fotoshooting machen möchtet. Und sie wird auch kommen und die Milan fotografieren, wenn er auf der Welt ist. Und da freue ich mich schon total, weil sie kommt nach Hause und es finde ich super, dass man nicht in irgendein super hell beleuchtetes Studio fahren muss für den Kleinen, sondern dass sie wirklich nach Hause kommt und wir gemütlich die Fotos dann hier machen können. Und ich fand, sie hat super schöne Fotos einfach gemacht und es war ein sehr angenehmes Shooting, sehr natürlich und ich konnte genau sagen, was ich möchte und sie hat das einfach umgesetzt und das ist immer das, was man sich natürlich auch wünscht. Deswegen, wenn ihr vielleicht auch eine Fotografin braucht, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie macht sehr, sehr schöne Fotos und sie ist auf Babysachen spezialisiert. Mein Baby-Erstausstattungsvideo werde ich dann natürlich auch bald für euch filmen. Das wird bestimmt auch nochmal interessant, einfach um zu sehen, welche Produkte würde ich euch empfehlen. Das Ding ist natürlich, ich habe alles selber noch nicht so wirklich ausprobiert, aber ich kann euch sagen, warum ich mich für was entschieden habe
Und gerade so Dinge, wo man ja wirklich viel Geld ausgibt, wie Kinderwagen, Autositz oder Babyphone oder irgendwie so Sachen, die werde ich euch dann alle zeigen, was ich gekauft habe, wofür ich mich warum entschieden habe. Und ich warte aber auch noch auf eine Lieferung, deswegen kann ich das Video noch nicht drehen. Ich habe noch nicht alles da und ich möchte euch ja gerne alles zeigen, wo ich meine, dass das gute Sachen sind. Aber da können wir uns gerne auch da nochmal austauschen. Es hatten auch viele gefragt, ob ich so Bücher lese. Jein, also ich habe so ein paar kleine Artikel und so ein Hebammenbuch, wo ich aber auch nicht weiß, wo es her ist, leider, weil ich es geschenkt bekommen habe. Und da lese ich immer so ein bisschen drin, aber ich bin jetzt niemand, der da irgendwie sich 20 Bücher vorher durchliest, weil ich glaube, dass ich mich dann selber so verrückt mache. Und bei mir ist es eher so, ich tausche mich mit Freundinnen aus oder meiner Mom oder so und frage danach Tipps, was Baby angeht. Und aber es kann natürlich jeder machen, wie er möchte, ne? Also um Gottes Willen, wenn ihr ein gutes Gefühl habt und euch informieren wollt, dann macht es natürlich. Oder ich informiere mich auch viel über im Internet, da gibt es ja auch tolle Seiten zum Beispiel. Oder meine App sagt mir aber auch vieles. Deswegen, ja, bin ich da eigentlich für meine Verhältnisse gut informiert, würde ich einfach sagen. Als Fazit zu meiner Schwangerschaft kann ich auch einfach nur sagen, ihr wisst ja, dass es bei mir nicht so einfach war, schwanger zu werden, sondern mein Mann und ich, wir haben auch lange probiert, bis es geklappt hat. Und ich glaube, dass ja, es viele da draußen gibt, die verzweifelt sind oder sich ein Baby wünschen, wo es nicht gleich klappt. Und ihr habt mir auch sehr, sehr viele Mails zu dem Thema geschrieben und wir haben uns ausgetauscht. Und ich kann euch einfach nur sagen, bleibt einfach dran, gebt nicht auf und der Babywunsch wird sich erfüllen. Und ja, ich glaube, manchmal vielleicht ist es auch so diese Verbissenheit, woran... Ja, man ist einfach so verspannt dann und möchte unbedingt und dann klappt es erst recht nicht. Also versucht euch ein bisschen locker zu machen und ja, ich hoffe natürlich, dass alle, die einen Babywunsch da draußen haben, dass es bei euch auch ganz bald klappt. Und ich finde es eine wunderschöne Zeit. Für mich kam immer in Frage, dass wir Kinder haben und wir wollen natürlich auch noch ein zweites. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie das mit einem Baby voranläuft und dann warten wir vielleicht 1, 2 Jahre oder vielleicht auch 3 Jahre. Mal gucken, aber ihr werdet es ja dann merken. Ihr braucht keine Angst haben, die Babythemen werden nicht aufhören. Ich habe geplant, dass ich in Zukunft auch immer wieder Baby-Videos machen werde, Follow-Me-Arounds und einfach Updates zu Produkten vielleicht, die mir weitergeholfen haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sich dieser Kanal entwickelt. Aber ja, ihr könnt mir immer Vorschläge schreiben und ich setze die sehr gerne um. Und ja, ich danke euch einfach für diese wunderschöne Zeit, dass wir uns ausgetauscht haben und dass ihr mich so supportet habt in der Schwangerschaft. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Sobald wir das Zimmer für den Milan eingerichtet haben, mache ich natürlich auch wieder eine Roomtour für euch und zeige euch das. Aber das kann noch ein bisschen dauern, weil mein Mann ja noch im Büro ist. Aber ja, solche Sachen habe ich zum Beispiel auch geplant oder... Ach, alles Mögliche. Man kann ja da wirklich vieles machen und viele Dinge, die Mamas dann interessieren. Und ja, das freut mich sehr und es macht mir auch total viel Spaß. Ich hoffe, dass die Videos euch gefallen haben und dass ihr nicht allzu traurig seid, dass die Schwangerschaftsupdates jetzt leider vorbei sind. Aber dann gibt es halt irgendwie Milan-Updates oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie ich das dann nennen werde. Und ich kann es kaum erwarten, euch zu erzählen, wie die Geburt war. Oh Gott, ich hoffe, dass ich natürlich dann gute Sachen erzählen werde. Aber ich werde euch ganz offen und ehrlich sagen, wie es dann war. Wie gesagt, ich bin schon total aufgeregt und ein bisschen Angst habe ich natürlich auch vor den Schmerzen. Aber ja, ich versuche dran zu denken, wie es ist, mein Baby in dem Arm zu halten. Und ich hoffe, ich schaffe das. Ich danke euch fürs Zusehen und all eure Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video natürlich wiedersehen. Und ansonsten Dankeschön für alles, was ihr für mich getan habt. Und ja, für eure Unterstützung, wie gesagt. Ich hab euch ganz doll lieb und passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.